Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Metro 2033 Redux mit mir, den Dominik. Und wir sind gerade auf dem Weg zur schwarzen Station. Letzte Folge war ja doch sehr, sehr actionreich. Okay, wir sind hier anscheinend an einer Station angekommen. Und ein Mensch, aber wie? Komm her, schnell! Hallo. Man sieht selten einen Menschen in diesen Tunnels. Sprich mit dem Hauptmann. Wir stecken hier tief in der Scheiße. Und okay. Du jetzt auch. Hauptmann? Wer ist der Hauptmann? Ich weiß nicht, was du hier draußen machst. Aber ein weiterer Schütze ist immer willkommen. Der Weg zur Station ist gesperrt, bis die Evakuierung abgeschlossen ist. Ach komm, ne, ernsthaft? Mach dich kampfbereit. Nimm alle übrige Munition aus dem Lager. Du bist jetzt einer von uns. Wir nennen unseren Trupp Kinder des Untergrunds. Freunde, wir müssen den Feind ein paar weitere Minuten aufhalten. Ich will Munition? Dies wird kein schöner Tag. Wo denn? Aber denkt an unsere Lieben in der Station. Jede Bestie, die unsere Linie durchbricht. Viel habe ich ja jetzt nicht, ne? Oh, was ist denn das Cooles? Ah! Dann kann ich meine Batterie auch laden. What the fuck? Shit, so ein schöner Tag heute. Gar nicht langweilig. Aha. Du hast ja Humor, du. Verdammt, 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 verdammt. Kommt die hier auch raus? Ich glaube, die kommen hier auch raus, oder? Das sieht schon so auffällig aus. Eieiei. Kommt ja nichts. Ja, und gleich kommt's dick fett, weißt du? Oh, es geht los. Schnell nachladen. Oh fuck. Jo, ich habe auch keine Mund mehr. Scheiße. Oh, noch einer hier gleich direkt neben mir. Scheiße! Oh, fuck, ey.
Ja. Oh nein, nicht schon wieder. Wir haben Verluste! Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, ja, ja. Erstmal kurz ein Schluck trinken. Ja. So kann man es auch sagen. Verdammt. Wir sind alle erledigt. Kämpft, Feiglinge. Gesehen habe ich dich. Es ist gar nicht verkehrt, dass man... Jetzt habe ich nur noch 3 Schüsse hierfür. Oh nee, ne? Oh nein! Oh nee! Oh. Da treffe ich nur 1 Schuss von 3, ey. Das gibt es nicht. Das war richtig schlecht. Oh nein, ey. Oh, nochmal alles von vorne. Geil. Wo bin ich überhaupt hierher gekommen? So, den ersten hole ich mir gleich erstmal hier. Also zielen ist also A und O, habe ich das Gefühl. Auf zu singen. Oh nein! Oh.
Dann stellen wir uns mal hier an die Front ein bisschen. Geht hier so gar nicht. So. Ah, kriegt er den? Wie sind denn alle weg? Es sind zu viele Mutanten durchgekommen. Polis muss gewarnt werden, aber meine Tage sind gezählt, wie du sehen kannst. Ich habe einen wichtigen Auftrag für dich. Gehe zu unserer Funkstation, kontaktiere Polis und sende die Notmeldung, die ich vorbereitet habe. Viel Glück, Bruder. Jo. Ich nicht damit fahren? Ne, schade. Dann legen wir mal los. Ja, jetzt sind wir hier, kann man so sagen, endlich für uns. Oh, Alter! Tot. Alter, reicht doch jetzt mal hier. Nein, Alter. Oh. Gibt's doch nicht. Alter. Jetzt bist du weg, ey. Hier ringe extrem auf, ey. Junge, Junge, Junge. Von da kommt Musik. Jetzt mal ernsthaft, wo muss ich hin? Nee, 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 nee. Reicht jetzt hier auch langsam, meine Freunde, ey. Bin ein geduldiger Mensch, ne? Aber irgendwann ist auch Schluss hier. Ah, hier geht's doch weiter. Ey, ey, ey. Oh, scheiße, ich höre das Kindergeschrei. Scheiße, ja. Das ist nicht gut hier. Nee, hier war ich schon.
Oh. Alter, haben die Damage gemacht auf einmal. Ja, ist gut jetzt. Oh fuck. Alter, ey. Scheiße, warum schieße ich jetzt schon wieder damit? Das will ich gar nicht. Oh nein. Das habe ich nur getan. Nein, aber weglaufen. Aber wenn nicht, werde ich wohl von den Monstern gefressen. Du hast eine Waffe? Okay, dann sollte ich wohl mit dir gehen. Du kannst Monster erschießen, oder? Ja. Okay, mein Name ist Sascha. Du schießt und ich gebe dir Rückendeckung. Okay. Ich hasse es, meinen Onkel hier zu lassen. Ich habe meinen Onkel besucht. Er wollte mich nach Hause bringen, als die Monster kamen. Sie sprangen ihn an. Er begann zu schießen, aber dann hat ihn ein großer Nosalis ins Genick gebissen. Aber Onkel ist wirklich stark. Er hat ihn mit dem Messer getötet. Du siehst nicht so stark aus wie Onkel. Ich werde dir helfen müssen, sonst werden wir beide gefressen. Wie kann ich die Munition wechseln? Ich will keine Moon benutzen. Aber... Da! Holy fuck. Das war so klar. Oh nein. Oh fuck. What the fuck, von wo? Hey, da kommt einer von hinten angekrochen. Fast wieder vergessen, ey. Holy fuck, ey. Aber nett. Kann ich zur Hölle? Ah, gedrückt halten. Ich habe auch eine Waffe. Sie ist an einem sicheren Ort, bis ich alt genug zum Schießen bin. Aber du kannst sie dir leihen, wenn deine kaputt geht. Das ist aber lieb, danke. Da
Over. Hey, aufpassen! Oh, ja, super, ey. Arschloch, ey. Hey, pass auf, da ist ein Loch. Die Leute sollten hier drin keine Granaten werfen. Mama sagt, die Decke ist schwach und könnte einstürzen. Hey, da kommt einer von hinten angekrochen. Ja, ja, ich sehe das schon. Hey, da kommt einer von hinten an. Ja, ich... Oh, meine Fresse, ey. Da! Hey, was ist das? Sieht aus wie ein Draht. Der ist ein richtiger Helfer hier, der kleine Junge. Verlassen wir wirklich die Station? Cool. Ich war noch nie in den Tunnels. Mama sagt, dort ist es unheimlich und Kinder verschwinden. Mama sagt, wenn Kinder zu weit in die Tunnels gehen, fangen die Mutanten sie und fressen ihre Gehirne. Und dann werden die Kinder auch Mutanten und jagen... Wow. Was ist das da oben? Moment. Onkel hat mir mal ein Bild gezeigt. Der Himmel. Das ist der Himmel, oder? Wie eine bemalte Decke. Ich werde berühmt. Ich habe den Himmel gesehen. Oh. Meinst du, wir können ganz bis zum Himmel hochklettern? Nee. Moment, so hoch wollte ich doch gar nicht wirklich. Lass mich nicht fallen. Aber dieser Mann hat mich getragen. Ohne ihn auf seinen Schultern. Wären wir ich habe ihm geholfen, erledigt. Die Monster abzuschießen. Vielen Dank. Kein Problem, kein Problem. Mama, ich habe den. Oh Gott, armer Seryosha. Danke, dass Sie meinen Sohn gerettet haben. Kein Problem. Das kann ich nicht wieder gut machen. Aber nehmen Sie diese Patronen. Wenigstens etwas. Nee, die kann ich doch jetzt hier nicht annehmen. Die kann ich nicht annehmen. In Ordnung, gehen wir. Die schwarze Station ist nicht weit von hier, aber der Tunnel führt in die andere Richtung. Sie müssen an die Oberfläche. Seien Sie vorsichtig. Neue Monster sind hier aufgetaucht. Faschisten. Sie haben in den zerstörten Gebäuden draußen einen Posten errichtet. Auf dem Platz finden Sie eine U-Bahn-Kreuzung, die zur schwarzen Station führt. Die Jungs werden Sie rauslassen. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Ranger. Danke. Hallo. Hallo. Brauchen Sie Moon? Dann fragen Sie mich. Dieses Kaliber haben Sie nicht. Noch mehr kann ich nicht verkaufen. Der Rest ist reserviert. So, erstmal hier. Reserviert? Ich muss jetzt hier erstmal ein bisschen einkaufen. Sonderangebote, Rabatte, beste Waffen von dem Schmiedemeister. Nee, die Waffen passen eigentlich perfekt.
Sie wollen. Kommen Sie durch. Danke. Ei. Und weiter geht die Reise. Ich ging wieder nach oben, in die finstere Welt des postapokalyptischen Moskaus. Ich wurde in der Lochstation vor einer neuen Gruppe Faschisten an der Oberfläche gewarnt. Aber ich wollte den letzten Wunsch des toten Kommandanten erfüllen und seine Nachricht zur Polis bringen. Alles klar, und diese Nachricht bringen wir in der nächsten Folge weiter. Das war's mit Metro 2033, mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben. Und auch wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, hier bei Metro 2033 mit mir, dem Dominik. Tschüss, haut rein, habt noch einen schönen Tag. Ciao.